Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir benutzen jetzt ja mal das Holo-Terminal und mal sehen, wo uns das dann hinführt. Hier Wächter 6 an Ziffer 9. Erste Zieleinschätzung abgeschlossen. Ich schlage vor, dass ihr euch zur Einsatzbesprechung nach Belsarvis begebt. Ihr neuen Wächter seid ja nicht gerade mitteilsam. Es wäre im Bereich des Möglichen, geselliger zu sein, wenn ihr das wünscht. Hyperraumkoordinaten und neue Sicherheitscodes werden hochgeladen. Denkt daran, dass in Kriegszeiten die Sicherheitsvorkehrungen alle 6 Stunden erneuert werden müssen. Wächter 6, Ende. Dieser ganze Verschwörungsquatsch. Glaubt ihr wirklich, dass wir etwas finden? Besonnenheit in Zeiten wie diesen ist eine Tugend. Wir haben Einweisungsdaten erhalten. Was auch immer ihr braucht, wir sind bereit. Arbeitet als Team und verliert unsere Ziele nicht aus den Augen. Verstanden? Ja, schon gut. Anschnallen. Gut, dann wollen wir mal. Ihr Hauptquartier an Ziffer 9. Ich sorge dafür, dass eure Ankunft bei der Stationskontrolle genehmigt wird. Ziffer, ihr befindet euch jetzt 40.000 Kilometer über Belsarvis, der größten Strafkolonie der Republik. Habt ihr Lust, euren kriminellen Ruf aufzufrischen? Wozu braucht die Republik ein Gefängnis von der Größe eines Planeten? Das Belsarvis-Gefängnis wurde im Geheimen erbaut, um dort die gefährlichsten Individuen der Galaxis zu verwahren. 3 Hauptebenen, tausende spezialisierter Zellenblocks, in denen alles vom Changeling bis zum Sith Lord einsetzt. Wir wissen seit knapp einem Jahr von der Existenz des Gefängnisses. Jetzt haben wir begriffen, dass die Verschwörer Belsarvis zu ihrem eigenen Nutzen unterwandert haben. Ihr klingt recht zuversichtlich angesichts der Umstände. Es geht nur darum, den Spuren der Aufzeichnungen zu folgen. Die Verschwörer haben ihre Verbindungen in der Republik spielen lassen, um einen besonderen Abschnitt errichten zu lassen. Den Hochsicherheitstrakt 23. Er liegt irgendwo hinter den Fremdlingszellen und dem Vernichtungstrakt. Er wurde errichtet und abgeriegelt, als Belsarvis gegründet wurde. Keiner gelangt hinein. Es ist der bestbewachte Bereich im bestbewachten Gefängnis der Galaxis. Ihr werdet dort einbrechen und herausfinden, was dort verborgen ist. Welche Ressourcen haben wir? Wie gehen wir vor? Vor 2 Jahrzehnten hat eine Gruppe von Häftlingen von dem Trakt erfahren und versucht dort einzudringen, in der Hoffnung darin, etwas zu finden, das bei der Flucht helfen könnte. Diebe, Sicherheitsexperten, die Elite der Unterwelt. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt, aber sie hatten den richtigen Einfall. Ihr werdet euer eigenes Team im Gefängnis zusammenstellen. Gebt euch ebenfalls als Häftling aus und habt dort Erfolg, wo die letzte Gruppe gescheitert ist. Ist jemand Besonderes für mein Team eingeplant? Ihr findet Vorräte und ein detailliertes Dossier in unserem Außenposten auf der Planetenoberfläche. Unsere Militärstreitkräfte stacheln Unruhen an, um einen Vorteil im Krieg zu gewinnen. Sie lenken die Republik ab und sollten eure Operation decken. Aber vergesst bloß nicht, die Häftlinge werden euch nicht dankbar sein. Aufseher Ende. Nicht Güter zu holen. Wiedergabe starten. Autorisierung Ziffer 9. Ziffer, hier Infiltrationsagent Bax Cola. Ich habe eine Liste der Häftlinge erstellt, die über hilfreiche Fähigkeiten verfügen, um in den Hochsicherheitstrakt 23 einzubrechen. Das ist Kenyon Slyke, Attentäter und Ausbruchskünstler. Sein Bruder starb vor ein paar Jahren, als er in den Trakt eindrang. Slyke kann den Plan seines Bruders rekonstruieren und neu abwägen. Er hasst Autoritäten, auch die Imperialen. Dann Chaney Barrow, Hacker und Computerexpertin, ehemalige Top-Saboteurin der Exchange, motiviert durch ihre Gier und ihren Groll.
Ota, ehemaliger Söldner und Kopfgeldjäger. Von den Mandalorianern wegen unehrenhaften Verhaltens ausgestoßen. Er wird für Unterstützung und Sprengstoff sorgen. Und zu guter Letzt, Parkos. Keine Informationen über seine Verbrechen. Aber er ist ein fremdartiger Fährtenleser, dessen Volk durch Wände sehen kann. Er ist in der Nähe von Fallen sehr nützlich. Diese Leute sind unberechenbar und extrem gefährlich. Präsentiert euch ebenfalls als Häftling. Gebt eure Zugehörigkeit nicht zu erkennen. Ich habe noch nie zuvor einen Profiverbrecher kennengelernt. Es ist etwas erschreckend, aber irgendwie freue ich mich darauf. Ihr werdet noch viel mehr kennenlernen. So war es bei mir auch. Ihr werdet Sprengstoff einsetzen, um die Häftlinge zu befreien. Verseht jede Gefängniszelle mit einer Sprengkappe und begebt euch dann zum Republikanischen Sicherheitszentrum. Verwendet die Sicherheitskonsolen, um eventuelle Ausfallsicherungen zu deaktivieren und stellt den Kontakt zu den Häftlingen her. Ihr könnt die Sprengkappen fernzünden. Die Karten- und Unterschlupfkoordinaten sind beigefügt. Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. So, wir sind jetzt hier vor der ersten Gefängnistür, aber erstmal muss ich den da jetzt platt machen. Ich bin stark. Gut. So, wollen wir mal gucken, was muss ich denn jetzt hier... Ach, da. Warnung, Sicherheitssysteme werden deaktiviert. Häftlingsakten von Kenyans Like, Chaney, Barrow, Ota und Parkos öffnen. Zellenausfallsicherung deaktivieren. Zellenausfallsicherungen deaktiviert. Verteidigungsmaßnahmen werden bei Ausbruch nicht aktiviert.
Kommunikationsverbindung öffnen. Zeigt uns, wie ihr eure kriminelle Glaubwürdigkeit beweist. Alle herhören. Im halben Gefängnis herrscht Chaos, aber noch ist keiner entkommen. Die Republik hat den Planeten abgeriegelt. Ich habe einen Plan, wie man rauskommt. Spielt eure Karten richtig aus, dann seid ihr dabei. Die Türen gehen in 10 Sekunden hoch. Auf eurer Holokarte seht ihr den Treffpunkt. Ich erwarte euch dort. Hoffentlich haben das alle überlebt. Scorpio-Sanktion aktivieren. Das war eine äußerst wortgewandte Rede. Nur das Publikum war schlecht gewählt. Janie Barrow ist zum Beispiel nur der drittbeste Hacker auf Base Service. Ich habe die anderen beiden jetzt getötet. Zeig dich. Mit wem rede ich? Viel Glück dabei, die Häftlinge zur Zusammenarbeit zu bewegen. Wir sprechen uns wieder. Aber Uta, so redet man doch nicht, wenn eine Dame dabei ist. Es liegt in meiner Natur, Blut zu vergießen. Das will ich nicht verbergen. Und auch nicht länger warten. Das wird wohl auch nicht nötig sein. Alle beobachten uns. Wir sind dankbar, dass ihr uns befreit habt. Und jetzt flieht, bevor ich euch erwürge. Ein großzügiges Angebot. Ich werde es überdenken. Blöd. Einfach nur blöd. Einige von euch wissen ja schon vom Hochsicherheitstrakt 23. Das tiefste Verlies in diesem Knast. Zusammen können wir es schaffen, da reinzugehen. Mit dem, was da drin ist, können wir alle diesen Steinklumpen verlassen. Ihr müsst nur tun, was ich sage. Tot. Einfach so. Hey, achtet nicht auf Janie. Ich bin Canyons-like. Das da ist Parkos. Und Ota habt ihr gerade umgelegt. Ihr habt Selbstvertrauen, Kleine. Aber Hochsicherheit bedeutet mehr als Fenster einzuschlagen und ein paar Kehlen durchzuschneiden. Dort erwarten uns schlimme Dinge. Ich nehme an, ihr habt da Erfahrung. Vor Jahren hat mein Bruder mal versucht, wovon ihr redet. Er hat Fallen vorgefunden, Sensoren, Panzertüren, Kraftfelder. Er hat es nicht überlebt. Es kann nur gelingen, wenn man die Sicherheitssysteme so weit wie möglich kurzschließt und den Rest dann irgendwie durchsteht. Das erfordert viel Vorbereitung, die wir nicht geleistet haben. Und die richtige Ausrüstung. Dann mach doch schon mal eine Liste von allem, was wir brauchen. Was den Rest von euch betrifft, besorgt mir Karten, Sicherheitspläne, was immer ihr finden könnt. Wir wollen keine Fehler machen. Klar, Boss. Bestimmt haben die Leichen ein paar Werkzeuge bei sich. Zwar sicher nur Standardware, aber seht doch mal nach. Carbonitfallen, Repulsorspulen. Ich könnte nicht einmal die Hälfte von diesem Zeug von den Schiss anfordern. Schaut nicht mich an. Mein Bruder hat 5 Jahre gebraucht, um das alles zu beschaffen. Mal sehen, wie unser Wunderheld das fertig bringt. Wir können das Zeug nicht von außerhalb bestellen, also müssen wir improvisieren. Stellt die Behausungen und die Wachtürme auf den Kopf und nehmt mit, was auch immer ihr findet. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also, dann los. Was? Hey! Die Labore. Die medizinischen Einrichtungen. Die Labore werden sicher abgeriegelt. Und die Wärter richten eine Todeszone ein, damit wir dort nichts plündern können. Die Labore haben alle möglichen Geräte und können auch noch mehr beschaffen.
Wenn einer von uns sich reinschleicht und die Hintertür öffnet, dann kann der Rest von uns folgen. Von einem Labor auf Belzhavis habe ich noch nie gehört. Es ist in der nächsten Sicherheitszone. Angeblich ein medizinisches Labor, aber jeder weiß, dass sie dort an Häftlingen experimentieren. Die Idee ist total bekloppt, aber eine bessere haben wir wohl nicht. Falls ihr überlebt, können wir uns sicher noch weiter unterhalten. So, dann gucken wir uns hier mal um. Sensationell. Ja, wenn wir auf dem Schiff sind, dann können wir gerne quatschen, aber jetzt habe ich zu tun. Was sind denn das alles für Gestalten hier drin? Turbolift aktiviert. Sieh an, wer immer noch am Leben ist. Hier ist ganz schön was los. Ich habe uns zum Turbolift gebracht. Hey, die haben Datenstifte. Ich wette, diese Chemikalien würden einen guten Preis erzielen. Ich kann meinen Kortikaldatenstift wieder zum Laufen bringen. Schnappt euch, was ihr könnt. Danach müssen wir Vorbereitungen treffen. Der Boss ist ja doch keine Spaßbremse. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Ich weiß es zu schätzen, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben. Ich werde ihre Tode kunstvoll inszenieren. Ihr müsst einen Alarm ausgelöst haben. Ich habe nichts gemacht. Das ist das zweite Mal, dass wir uns begegnen und du hast dich noch immer nicht vorgestellt. Das ist richtig. In diesen Laboren wurde die Aggression von Fremdlingen erforscht. Ich habe vollen Zugang zu den Systemen und den eingesetzten Chemikalien. Was ist das? Das Aerosol SLV-88 wurde zur Gedankenkontrolle und Aggressionssteigerung entwickelt. So gut habe ich mich schon ewig nicht mehr gefühlt. Hey! Genießen Sie den kurzen Moment dieser Erfahrung. Ihr wollt, dass ich kämpfe, Agent? Ihr sollt euren Kampf haben. Was war das denn jetzt hier?
Was habe ich denn hier falsch gemacht? Ach, hier die Dinger muss ich kaputt machen. So, wo ist das? Ach, da müssen wir drei. Ah, okay, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, egal. Sie sind immun gegen Bewusstseinskontrolle. Aber diese Verteidigungstechnik sollte in der Galaxis überhaupt nicht verbreitet sein. Interessant. Wir werden diese Diskussion später fortsetzen. Es tut mir furchtbar leid. Ich konnte einfach nicht anders. Ich glaube, wir sind alle nochmal davongekommen. Was für ein Sicherheitssystem. Wir sind noch nicht mal im Hochsicherheitstrakt. Uns da gerade angegriffen. Einer von euch muss das doch wissen. Keine Ahnung, Boss. Mein Bruder konnte uns nichts mehr davon erzählen. Ich werde mich dann mal in die Computer hacken. Vielleicht finde ich da ein Inventar der Ausrüstung. Ja, ja. Nein. Es ist fast alles hier. Die verflixten Geräte sind aufgelistet. Aber manche Stücke werden nicht im Labor aufbewahrt. Ich kann rausfinden, wo sie sind. Ihr macht das prima. Lasst hören, was ihr herausgefunden habt. Carbonitfalle. Die ist in der Waffenkammer. Die braucht ihr, um euch einzufrieren. Und so eure Lebenszeichen vor den Scannern im Hochsicherheitstrakt zu verbergen. Anders kommt ihr da nicht rein. Eine verbrauchte Maranium-Batterie. Befindet sich im Sondermüll. Die Strahlung schwächt die Versiegelung der Türen. Alter Trick der schwarzen Sonne. Antistrahlenserum. Wasserfilter. Das hilft, die Strahlung der Batterie zu überstehen. Naja, wenn weiter nichts fehlt, sollten wir uns nicht beschweren. Wir anderen packen hier alles zusammen und schleichen uns schon mal zur nächsten Sicherheitszone. Vorausgesetzt, ihr könnt diese drei Teile noch beschaffen. Mir passiert schon nichts, aber ich will nicht, dass die Republik euch massakriert. Soweit so gut. Passt auf euch auf. So, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen ab und seid das nächste Mal dabei. Bye, bye.